So, Freunde, willkommen zurück bei Star Citizen. Wir sind gerade im Anflug auf Lorville. Wir haben Agricultural Supplies geladen und wollen die jetzt hier im Central Business District verkaufen, dann Scrap einladen und den wieder verkaufen. Also wieder ein bisschen Trading mit der Carrack. So macht das Spaß. So, hier musste man richtig hardcore aufpassen. Das blöde, dieses furchtbare Lorville mit ihrem nervigen No-Fly-Zone-Gedöns, wo du dann einen Autopilot kriegst. Musst du richtig aufpassen. So. Geht das Licht mittlerweile bei der Carrack? Nein. Müsst aufpassen. Licht geht immer noch nicht bei der Carrack. Ich weiß nicht warum, aber es geht noch nicht. So. Ja, 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 ich weiß. Ich bin doch schon vorsichtig. Bordcomputer. Chill mal. So. Eine Bilderbuchlandung. Habe ich mein Fahrwerk schon? In dem Bilderbuch, da sind auch ein paar Unfälle passiert. Ja, ich glaube, ich stehe gut. Sollte. Das ist so ein enger Hangar. Also noch enger geht's überhaupt nicht, weißt du? Da lachhaft. Aber es hat funktioniert. So. Engines ausmachen. Ah, er hebt wieder ab. Natürlich hebt er ab. Hallo, Engine off. Bam. So. Ja, ja, der gute alte Schwebebug, den werden sie auch noch ganz lange im Spiel haben wahrscheinlich. Aber egal, man kann es ja fixen, indem man einfach die Engines ausmacht. So. Dann verkaufen wir mal unseren Kram. Ich bin ja froh und erstaunt. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde hier dabei. Insgesamt. Und bisher ist der Server nicht abgeschmiert. Keine Probleme. Sehr, sehr angenehm. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. So, ich gucke noch ein paar Kommentare. Ich suche immer noch das eine Kommentar, was ich in letzter Folge vorlesen wollte. Erstmal müssen wir hier raus. Weiß gar nicht, kommen wir vom Spaceport? Ich glaube, wir kommen direkt zum Central Business District, ne? Glaube ich. Wir gucken gleich mal. Ihr könnt die Route ja auch benutzen, auch mit kleineren Schiffen, aber man muss sagen, Scrap und diese Pflanzendinger lohnen sich eigentlich nur bei großen Schiffen. Also wenn ihr ein kleineres Schiff habt, rentiert es sich nicht. Dann, ja, wie gesagt, guckt einfach auf der Seite, tragt dort euer Schiff ein, tragt ein, mit wie viel Geld ihr handeln wollt. Und dann spuckt ihr euch die besten Routen aus. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Das ist wirklich easy. Und ihr werdet feststellen, dass jedes Schiff, egal wie groß der Frachtraum ist, irgendwie so 2, 3, 4 richtig starke Routen hat, die für eure Verhältnisse natürlich immer angepasst wirklich Sinn ergeben. Schön 2 Stunden die Caterpillar mit dem Handwagen beladen. Ja, das ist halt dann so, ne? Das sind ja Multikuschiffe, das ist tatsächlich kein Witz, das ist die Wahrheit. Wir werden solche großen Trading-Schiffe wie eine Caterpillar oder auch eine Carrack oder andere große Trading-Schiffe, wenn wir die solo beladen wollen, das wird richtig lange dauern. Und das ist auch richtig so. Weil, naja, wir sind ja alleine. Ne? Das ist halt der große Nachteil bei diesen Multicrew-Schiffen. Theoretisch hast du natürlich eigentlich eine Crew, die dir dabei hilft. Oder, was wahrscheinlich auch dann gehen wird, dass du NPCs hier in diesen Städten bezahlst. Dass die dir helfen, dass die das Schiff für dich beladen. Dann hast du aber unterm Strich halt weniger Gewinn, logischerweise. Weil du ja Geld bezahlt hast, dass die dir das Zeug reintragen. So, warte mal. Metro Center, Spaceport Line, wollen wir nicht. Commerce Line, das müsste richtig, genau. Central Business District, können wir direkt hinlatschen. Wunderbar. Train arriving. Der ist schon bugged. Das ist sehr schön. Bug sei. Ja. So. Egal, gucken wir nochmal anderes. Guten Tag. Normalerweise kommt ja trotzdem der Zug. Let's see if it works. So. Husten. Ist denn das Kommentar, was ich noch suchen wollte? Mhm.
Ofi Smoggy, moin, irgendwie habe ich... Okay, der Zug fährt irgendwie nicht, ne? Geil. Das ist ja fantastisch, dass der Zug nicht fährt. Oh, und er ist direkt gestorben. Ja, das kann man natürlich auch machen. Das ist tatsächlich wahrscheinlich das Beste, was wir machen können. Wir machen es auch mal so. Also, wir haben ja die Carrack glücklicherweise gelandet. Das heißt, die Fracht ist gesichert. Und wenn wir uns jetzt umbringen, dann landen wir natürlich in unserem Quartier normalerweise. Ich hoffe es. Ja, wir landen jetzt in unserem Quartier. Und können jetzt von hier aus mit dem anderen Zug, der von der Spaceport Line quasi führt, in den Central Business District fahren. Weil offenbar ist dieser Zug gerade verbuggt. Also wenn ihr das habt, versucht es mal auf die Weise. Alternativ Server wechseln. Geht aber genauso. Ne? Das ist dann ein bisschen, dauert nochmal ein Minütchen länger. Geht aber normalerweise auch. Das ist hier mit den Zügen ganz komisch. So, wo war ich gerade genau? Irgendwie habe ich keinen Bock darauf, meine Caterpillar mit der Hand zu beladen oder ewig zu warten. Bin echt gespannt, was hier Zukunft bringt. Genau. Also wie gesagt, das müsst ihr auf jeden Fall mitbedenken. Das wurde auch schon immer gesagt. Diese Multicrew-Schiffe sind auch für Multicrew ausgelegt. Und das Spiel soll ja auch kein Pay-to-Win sein. Also es soll ja auch nicht so sein, dass du sagst, oh, ich habe jetzt 300 Euro, die gebe ich jetzt aus, habe eine Caterpillar und kann 20 Mal so krass traden wie andere Leute. Und du hast dann eben auch Nachteile, weil es nun mal ein Multicrew-Schiff ist. Das heißt, du brauchst eine Crew, die dir dabei hilft, das Schiff zu beladen. Ja? Du hast höhere Treibstoff- und Unterhaltskosten, pipapo. Das kommt alles noch ins Spiel. Also das, was jetzt aktuell ist, dass die Caterpillar so mächtig ist, das ändert sich, sobald diese Mechaniken, die sie wieder abschwächen, ins Spiel kommen. Das muss jedem klar sein. Ja? So. Deswegen habe ich auch schon vor Ewigkeiten mal empfohlen, wenn ihr euch ein Starterschiff kauft, gradet es nicht einfach nur sinnlos auf irgendwas Fettes ab, sondern kauft euch dann das zweite Schiff lieber extra. Ja. So, Parameter Line. Wie warten das jetzt? Warte mal, also ich, war das, nee, die Parameter Line will ich ja gar nicht. Ich will ja normalerweise Spaceport Line. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist aber hier die falsche, ne? Hier will ich ja gar nicht hin. Ich will ja in den Central Business District. Livingston Square. Wie war denn das? Warte mal. Livingston Square. Ah ja, okay. Nee, da müssen wir woanders lang laufen. Da müssen wir hier wieder raus. Müssen da runtergehen. Gibt nämlich hier noch einen zweiten Bahnsteig sozusagen. Ich bin nur gerade unsicher, wo der war, weil ich ihn so selten benutze. Müssen wir mal kurz suchen hier. Ich glaube aber... ja, es war fast richtig. Ich muss nochmal hier hoch und dann hier durch. Ja. Und da geht es zum Central Business District. Okay. Ist ein bisschen Fummelei, ist aber auch jetzt kein Weltuntergang. So, da haben wir jetzt auch zwei Möglichkeiten, glaube ich. Links und rechts. Oder? Ja, die führen einfach nur zusammen, ne? Ja, okay. Egal. So, Central Business District, genau. Nehmen wir den mal. Mal gucken, ob das hier jetzt funktioniert. Lalalala. Sieht auf jeden Fall schon mal wesentlich gesünder aus, dass hier kein Zug steht. So, noch ein Kommentar haben wir hier. Now arriving. Stand by and let passengers disembark before boarding. Wie ist das in dem Spiel eigentlich? Kann man sich da auch andere Schiffe erspielen oder muss man die sich immer mit Echtgeld kaufen? Fragt der Benedikt Vormann. Du kannst dir diverse Schiffe im Spiel einfach kaufen. Das siehst du zum Beispiel auf der Seite, die ich in dem Schiffe Equipment Guide gepostet habe. Da kannst du bei allen Schiffen durchgucken, wo man die kaufen kann. Aber nicht alle Schiffe. Also alle Schiffe in-game kaufen geht aktuell noch nicht. Zum Beispiel die Carrier geht nicht in-game. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. CRG muss ja auch Geld verdienen. Und wenn sie alle Schiffe in-game für ein Apple und ein Ei anbieten würden, ja, dann würde niemand mehr die Schiffe mit Echtgeld kaufen. Das liegt auf der Hand. Aber es ist auch so, die Schiffe haben bereits ihre, wie sagt man das, sie haben bereits ihre Preise, die schon so weit gebalanced sind, wie es später mal sein soll. Ne? Also das ist eben zum Beispiel ein kleines, normales Schiffchen, da farmst du so ein paar Wochen für.
mittelgroßes Schiff, haben es ja vielleicht schon 2-3 Monate dran, und die ganz großen, die fetten Schiffe, da kannst du teilweise vielleicht sogar wirklich jahrelang dran farmen, wenn du dir das Solo erspielen willst. Aber es fehlen aktuell auch noch viele Methoden, um Geld zu verdienen. Also das ganze Faction-System und so weiter fehlt ja alles. Die Schiffe haben halt alle ihren Wert. Und eigentlich wollte ich zu dem Thema nochmal was anderes sagen. Aber ich finde das Kommentar dazu nicht. Egal. Es hat jemand, ich weiß nicht mehr, wer, wo und egal. Hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass es eine Frechheit findet, dass die Schiffe so mega, 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 mega teuer sind. Also nicht nur Echtgeld. Hallo? Lass dich auch bitte auf. Ah ja, Gott sei Dank. Also nicht nur echtgeldtechnisch, das sowieso auch, aber dass die Schiffe auch ingame so mega teuer sind und so. Wo ich mir dann so denke, Leute, was wollt ihr eigentlich? Ja? Also die, die das schreiben, haben das Spiel nicht begriffen. Das muss ich auch mal ganz klar sagen. Tut mir leid, aber ihr habt das Spiel nicht verstanden. Wenn ihr euch ein Schiff, ich meine, die allerwenigsten werden so denken, ne? Aber wenn ihr euch ein Schiff innerhalb von 3 Tagen erspielen könntet, zum Beispiel eine Caterpillar oder eine Carrack, welchen Wert hat dann diese Carrack noch? Die hätte gar keinen Wert mehr. Jeder würde mit einer Carrack rumlaufen. Warte mal kurz, ich muss, wo muss ich denn hin? Showcase. Ich muss, glaube ich, war das hier unten lang? Warte, ich sag gleich was. Ich muss erstmal gucken. Wie komme ich denn da hin? Das hier links lang? Irgendwohin musste ich dann, ne? Was ist denn der von mir? Geh weg. Ich glaube, das ist der richtige Punkt hier. Ja. So, warte mal. Ich sag gleich noch was dazu. Wir verkaufen erstmal hier. Displays sind hier, genau. Und dann können wir nämlich hier, ich mache das so selten hier, verkaufen. Carrack. Da. So. 54.000, schön. Ja. Zack. Haben wir knapp 6.000 Gewinn gemacht mit dem Flug. Wir hätten ja hier eh hergemusst, von daher ist egal. Ne? Und dann nehmen wir hier den Scrap mit. Chaka. Wieder 61.000. Jetzt bräuchte man eigentlich schon langsam ein größeres Schiff, ne? Um da wirklich noch mehr rauszuholen, aber egal. So, auf jeden Fall. Die Schiffe hätten keinerlei Wert. Also, ich mach mal ein dummes Beispiel. Versucht mal den Gedankengang mitzuverfolgen. Weil ich weiß, viele ärgern sich, dass die Schiffe so teuer sind. Also jetzt nicht echtgeldtechnisch, sondern auch ingame-technisch. Aber versucht mal folgenden Gedanken zu verfolgen. Nehmen wir mal an, die Carrack kosten 10er. Dann könnt ihr euch mal ungefähr mal vorstellen oder versucht mal auszurechnen, was dann alle anderen Schiffe kosten würden. Wie viel würde eine Aurora MR dann wohl kosten? So. Das ist mal so der erste Gedanke. Da sieht man schon, da wird es irgendwie lächerlich, ne? Der zweite, warte mal, Central Line, Leavesden Station. Ich versuche mal zum Spaceport. Vielleicht klappt das ja. Wenn nicht, kann ich ja wieder zurückfahren. Wir gucken mal. Weil wir können es nämlich direkt von hier zum Spaceport. Oh, der fährt aber da. Ganz selten hier, ne? Egal. So. Dann ist die Frage, wenn ein Schiff 10 Euro zum Beispiel kostet, oder von mir aus 20 Euro, ist es egal. Wenn so ein großes Schiff wie die Carrack 20 Euro kosten würde als Beispiel, oder 10 Euro. Was für einen Ingame-Preis würdet ihr dann wohl haben? Hm? Wie lange wäre es gerechtfertigt, dafür dann zu farmen? Das würde das ganze Spiel ad absurdum führen, weil man einfach, ich weiß nicht, jeder hätte alle Schiffe. Die Schiffe wären gar nichts wert. Und man würde eigentlich auch die ganzen kleinen Schiffe wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich benutzen, weil, naja, wenn die großen nichts kosten und keinen Wert haben, dann kann ich auch gleich die großen nehmen. Also das würde das ganze Spiel komplett platt machen, wenn die Preise so komisch wären. Ja, die Preise sind halt aktuell folgendermaßen gebalanced. Du hast eine Umrechnung gewissermaßen, so eine Art Umrechnungskurs von Alpha UEC in Echtgeld. So. Und ein Schiff wie zum Beispiel die Aurora MR, die hat einen Echtgeldwert von 25 Dollar. So, Steuer ist egal, das ignoriert CRG hier. Das müsst ihr zwar mit bezahlen, aber davon hat ja CRG nichts. Das heißt, wir nehmen nur die 25 Dollar. So, und abhängig davon, was sie halt für einen Echtgeldwert hat, eben diese 25 Dollar. Wie geht das hier? Ganz kurz. Ah, sieht gut aus. Gucken, ob wir da noch ankommen. abhängig von dem Echtgeldwert hat sie dann natürlich einen quasi übersetzten Ingame-Wert. Ich weiß es jetzt nicht, wie hoch. Sagen wir mal 100.000, ne? Als Beispiel 100.000 Ingame-Geld. Wenn jetzt ein Schiff
nicht $25 kostet, sondern $100. Dann hat es halt auch einen Ingame-Wert, der entsprechend viermal so hoch ist, also dann 400.000 zum Beispiel. Genauso auch, wenn es ein Schiff eine Million Ingame-Geld kostet, dann kann es ja nicht plötzlich nur 5 Euro mehr Echtgeld kosten, macht ja keinen Sinn. Dann ist es alles aufeinander gebalanced. Und hat auch dann nichts mit Schönreden oder so zu tun, aber es ist einfach nur mal so das Balancing. Und im Endeffekt kauft ihr ja die Schiffe nicht wirklich. Also indirekt schon, ne? Aber im Endeffekt geht es ja nicht darum, dass ihr euch Schiffe kauft, sondern es geht darum, dass ihr das Spiel supportet durch eure Spende und dafür halt einen Gegenwert bekommt. So ist es halt einfach. Und ohne das würde es das Spiel nicht geben. Also da beißt sich so ein bisschen, ne, die Katze selbst in den Schwanz, aber so ist es nun mal. Die Alternative wäre halt, dass irgendein dicker Publisher hinter CRG stecken würde und denen das Spiel bezahlt, dann kriegen aber wir nicht das Spiel, was wir haben wollen. Und das will ja auch keiner. Ne? So. Denn kein Publisher der Welt würde das, was CRG hier vorhat, mitmachen. Ne? Keiner. Es wurde ja versucht. Also Chris Roberts hat ja vorher versucht, er hat ja versucht, das Spiel zu pitchen, aber haben alle abgelehnt. Weil die einfach gesagt haben, das ist uns zu groß, zu langwierig, zu komplex und dann auch entsprechend zu teuer. Das wollen wir nicht, das Risiko wollen wir einfach nicht tragen. So. Now arriving, TESA Spaceport. Da, quasi, that's the deal. Ne? Also so läuft das halt bei Star Citizen. Das muss nicht jeder mögen, da kann man auch eine andere Meinung haben. Oh. Okay, geht das hier auch auf? Ja. Sehr, sehr schön. Wir sind wieder hier. Wurde mein Schiff eigentlich gestort? Ja, dem muss ich wahrscheinlich neu beschwören. neu beschwören. Muss ich das wahrscheinlich neu spawnen? Aber das macht ja nichts. Ich bin falsch gelaufen. Ich hätte genau da lang gemusst. So. Wir liegen noch gut in der Zeit, glaube ich. Ja, brauchen wir keine Federvölker anfangen. Eventuell wird es der dritte Part hier ein bisschen länger. Aber da habt ihr mal so ein bisschen jetzt gesehen, was man mit der Carrick machen kann. Gut, das kann ich jetzt auch mit jedem beliebigen anderen Schiff, aber wir wollten ja mal die Carrick, ihr wolltet sie auch mal sehen beim Traden, ne? Mal ganz interessant. So. Und auch mal hier eine Route, die sich jetzt auch, glaube ich, ganz gut lohnt. Ne? Die könnt ihr auch nachmachen oder sucht euch eine andere, wie ihr wollt. Hangar 10. Let's go. Schiffe kaufen geht zum Beispiel dort hinten, ne? Weil wir es gerade hatten, dort hinten. Ihr einfach durchlaufen, könnt ihr Schiffe kaufen und hier könnt ihr Schiffe leihen. Das geht ja auch alles. So, was man eben auch noch sagen muss bei Star Citizen, es ist natürlich auch so, du kannst dir alles erspielen. Letztendlich, oder fast alles. Also im fertigen Spiel wirst du dir alles erspielen können und deswegen ist es ja auch kein Pay-to-Win. Pay-to-Win bedeutet nämlich immer, dass ich mir entweder Sachen kaufen kann, die ich mir nicht in-game erspielen kann, oder dass ich mir Dinge kaufen kann, die ich zwar in-game erspielen kann, die aber unrealistisch zu erreichen sind. Beides ist Pay-to-Win. Aber beides ist bei Star Citizen nicht der Fall. Ja. Guck mal, jetzt kriege ich hier so einen mega fetten Hangar. Hätten sie mit dem mal vorhin gleich gegeben. Der sieht cool aus, der Hangar, Alter. Der ist aber richtig nice. Alter, ist der groß. Okay. La, 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 la. So, dann gehen wir mal hier ran. Die Schoße auf. So, jetzt würde natürlich vielleicht ein oder andere sagen, naja gut, aber ein Jahr lang zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber spinnen wir mal, spaßeshalber, ne? Sagen wir mal, die Carrack sich zu erspielen, dauert ein Jahr. In-game farmen. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag zocken, ein paar Stunden farmen. Nur mal so als Beispiel. Wenn dem so ist, ist es trotzdem ja richtig so. Weil es ist ja ein Schiff, nicht für eine Person, sondern für mindestens 6. Weil es hat 6 als Max-Crew. Das heißt, 6 Personen finden Platz, aber es ist eigentlich viel, viel, viel mehr. Also eigentlich stimmt das mit den 6 Personen. Es kann ja nicht stimmen. Ist ja eigentlich völliger Unsinn. Weil du hast ja den Captain. Du hast die Piloten, den Co-Piloten, den zweiten Co-Piloten. Du hast oben die beiden Remote-Turrets. Das sind alleine schon 6 Personen. Dann hast du nochmal die beiden bemannbaren Geschütztürme. Links und rechts. Dann hast du eine Medizinstation, hast du einen Doktor, sind 7, sind... Also allein das sind... Also ich würde mal sagen, die Carrick ist schon ausgelegt von ihrer Größe, von der Crew, von den Stationen, die man hat und den Möglichkeiten zwischen 10 und 15 Personen. Ja? Das heißt, rein logisch müsste man auch dann fair sein
Und die Farmzeit, wenn wir jetzt das, mal bei diesem lustigen Beispiel bleiben und sagen, Carrick Solo Farm dauert ein Jahr, dann müsste man das durch 15 teilen, sage ich jetzt mal. Das ist halt zumindest meine Ansicht. Ihr könnt dann eine andere haben. Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber sagen wir mal, ne, dann hast du halt 12 Monate durch 15. Das heißt, du farmst nur noch 0,8 Monate. Das heißt, du farmst für eine Carrick mit einer richtigen Crew 24 Tage. Und das ist eigentlich okay. Weil dann hast du auch echt ein krasses, wertiges Schiff. Ne? Wie gesagt, nur als Beispiel. Ich will jetzt hier nicht mit irgendwelchen Zahlen, die nicht stimmen. Das ist alles relativ. Das werden wir alles später noch sehen, wie es dann mal wirklich dann gebalanced ist. Aber so ist es ja letztendlich schon vom Prinzip her, dass die Multicrew-Schiffe eben auch dafür da sind, dass man sie als Organisation, als Firma im Spiel, als Gilde sich auch dann zusammenholt und nicht solo. Denn du kannst ja auch solo eh nicht betreiben. Du kannst die Carrick solo nicht betreiben. Jetzt aktuell geht es natürlich, du kannst ein bisschen rumfliegen, aber ihr habt, also ihr seht es ja, ich muss alles alleine machen. Wenn ich jetzt kämpfen will, muss ich jetzt hier aussteigen und in den Geschützturm. Wie soll das denn gehen, ne? Ist ja unsinnig. Beziehungsweise solo in, sagen wir mal anders vielleicht. Solo ist das falsche Wort. Du kannst die Carrick schon solo betreiben, es geht schon, musst dann aber dir entsprechend NPCs anlachen, ja, die dann für dich diese Aufgaben übernehmen, wo du sagst, okay, du gehst mal in den Geschützturm und du bist jetzt mal der Pilot oder was weiß ich was. Das geht natürlich auch, aber die kosten wiederum Ingame-Geld, die wollen ja auch von irgendwas leben. Ich habe hier keinen Punkt, ne? Doch, da rechts. Warte mal. Rechts bin ich ein Stück. So. Mal kurz ein bisschen hier rüberfliegen. So, und über diese Wege ist es dann entsprechend auch gebalanced letztendlich mit Pay-to-Win, weil das auch immer wieder mal auftaucht. Ich weiß, wie gesagt, jeder kann seine Meinung haben. Wer wirklich glaubt oder denkt, dass es Pay-to-Win ist, der muss es sich aber auch nicht holen. Ja. Aber ich zum Beispiel, ich habe mega krass was gegen Pay-to-Win. Ich hasse Pay-to-Win-Spiele und ich kenne diverse Pay-to-Win-Spiele und ich sage euch, nach meiner Ansicht ist Star Citizen definitiv kein Pay-to-Win. So. Kurz hier oben hochfliegen. Ruckel, ruckel. Das müsste eigentlich schon reichen. Gucken mal, ich drehe mich mal. Ja, das sollte eigentlich funktionieren. So, auf nach Crusader. So, ich suche noch ein paar Kommentare raus. Der Hans Meiser schreibt, du machst gute Videos, nur dass immer mehr, was, das immer mehr werdende Hallo der und der nervt schon sehr. Vor allem, du erzählst etwas und unterbrichst dafür. Du grüßt doch alle, die von Anfang an da sind, zu Beginn und gut ist. Dass man sich für Subs jetzt hier bedankt, okay, aber so kommt das hier auch immer noch dazu. naja, das gehört aber zum Stream dazu. Also, da nicht böse sein, aber wenn ihr euch die Streams dann im Nachhinein anguckt auf YouTube, das ist halt nun mal so. Das hat was mit, hat für mich was mit Höflichkeit zu tun und auch mit der Anerkennung. Es ist für mich keine Selbstverständlichkeit, dass Leute followen oder auch den Stream gucken. Ja, das mag für einige vielleicht normal sein, aber für mich ist es das nicht. Auch wenn ich schon viele Zuschauer habe und viele Abonnenten habe mittlerweile, aber ich bleib trotzdem dabei, das ist für mich immer wieder nice, wenn mehr Leute zugucken, wenn neue Leute reinkommen. Und wenn die Leute grüßen, dann grüße ich natürlich zurück. Das hat auch was mit Höflichkeit zu tun und so weiter. Das ist einfach nur mal so im Stream. Zumal ich ja nur wirklich auch nicht jeden zurückgrüße mittlerweile. Es ist schon schwieriger geworden, muss ich auch sagen. Also es fällt mir schwer, jeden Einzelnen im Chat zu finden, weil es teilweise so heftig durchrattert, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Das ist dann einfach so, dann tut mir das auch jedes Mal leid, wenn ich dann im Nachhinein merke, oh, habe ich was übersehen. Ja. Aber das ist nun mal so, das gehört zum Streamen. Da interagiert man auch mit den Leuten ganz anders als wie jetzt hier im Let's Play oder Let's Show. Und da muss man sich halt dran gewöhnen. Mhm.
Mr. Triflow schreibt, ah ja, das war das Kommentar, glaube ich, was ich vorhin gesucht habe. Hi, hab eben mal wieder reingeschaut, was es für neue Schiffe gibt. Und mir ist aufgefallen, dass diejenigen, die diese Preise reingemacht haben, vom Wickelstuhl gefallen sein müssen und sich ganz schwer den Kopf gestoßen haben müssen. Da gibt es ein Schiff für über 300 Euro. Das kannte ich schon, aber jetzt der absolute Knaller, da ist eins für über 1000 Euro drin. Sag mal, geht's bei denen noch unglaublich? Lieber Mr. Triflow, da hast du offenbar zum ersten Mal reingeschaut bei Star Citizen seit 6 Jahren oder seit 5 Jahren, denn für 1000 Euro gibt es schon lange Schiffe. Das ist jetzt nichts Neues. Das ist alter, das ist quasi ganz, ganz alter Kaffee. Der ist schon so kalt, der ist schon gefroren. Ja? Also, weiß ich nicht. Die 890 Jump ist schon eine ganze Weile verfügbar und die, auch zum Beispiel Idris oder Javelin, die Preise, das ist nochmal so. Habe ich vorhin gerade gesagt, aber ich sage es auch an der Stelle nochmal ganz gerne. Es ist ja logisch, wenn ein Schiff kommt, was doppelt so groß ist, doppelt so viel kann, doppelt so viele Waffen hat und so weiter, als ein Schiff, was zum Beispiel schon da ist und 500 kostet. Dann ist es logisch, dass dieses neue Schiff auch das Doppelte kostet. Sowohl in-game als auch mit Echtgeld. Deswegen sind auch diese ganz teuren Schiffe limitiert, weil CRG verhindern will, dass zu viele Leute diese Schiffe haben. Sie könnten ja auch sagen, wir limitieren das nicht. Kauft euch alle den Javelin zum Beispiel. Machen die aber nicht. Das ist immer limitiert und man kann sie auch nicht einfach so kaufen, sondern nur, wenn das Event aktiv ist. Man kann sie auch nicht mal über eBay traden. Also das ist alles schon so ein bisschen aufeinander abgestimmt, dass man da so ein bisschen die Kontrolle drüber behält. Ja. Kauft ihr halt, oder generell, kauft ihr euch halt die Schiffe nicht, wenn sie euch zu teuer sind. Ihr müsst sie euch ja nicht kaufen. Im Zweifel Game Package kaufen, da vielleicht ein Upgrade noch reinhauen, auf ein bisschen stärkeres Schiff, wenn ihr wollt. Und dann erspielt euch die Sachen in-game. Wir haben jetzt die Persistenz. Wir haben viele Sachen, die wir in-game kaufen oder leihen können. Ihr könnt alles in-game euch letztendlich erspielen, sogar Mining-Schiffe. Überhaupt gar kein Thema. Und, ja. Im Endeffekt dürft ihr es halt, oder müsst es halt eher so ein bisschen als eine Art Spende betrachten, was ihr da macht. Ihr spendet dem Spielentwickler Geld, damit dieser das Spiel entwickelt, was ihr haben wollt. Guck mal, da ist Bordelisar. Ob ich das hinkriege hier? Oh, das sieht ein bisschen eng aus. Ich versuche es mal. So, und als Gegenleistung kriegt ihr letztendlich ein Raumschiff oder was auch immer ihr euch da eben aussucht. That's the deal. Und es geht nun mal nicht anders. Boah, das war aber knapp. So, wir haben es fast geschafft. Wir verkaufen noch fix auf Port Odessa. Und dann sind wir mit diesen kleinen Dreiteiler auch mal durch. Ich habe da mal ein bisschen Carrick Trading gesehen. Es macht schon Spaß. Definitiv. Ich mag das sehr. Weiß nicht, warum hier so ein grünes Ding drin ist. Dürfte eigentlich nicht leuchten, mein Osa Rover. So. Und man muss ja auch nochmal dazu sagen, CRG besteht mittlerweile aus annähernd 600 Entwicklern. Und ich habe mal vor einiger Zeit euch mal ausgerechnet, wie viel Geld das... wie viel Geld das kostet. Weil das könnt ihr euch ja selber mal so ganz pauschal ausrechnen. Ihr rechnet einfach pro Entwickler 5000 Euro im Monat. Ganz einfach. Dort ist alles drin. Da ist Miete drin, da ist Strom drin, da sind Lizenzen drin, da ist das Gehalt von den Mitarbeitern drin, Kaffee, Kuchen, was es auch immer dort noch zu essen gibt. Wasser, Klo, ist alles komplett drin. Ne? Auch die ganze Hardware, ist mal easy gerechnet mit 5000. Oh, ich hab's denn hier wieder eingefahren, ne? Scheiße. Vergessen, dass ich draußen war, warte. So, und wenn ihr das mal rechnet, und wir sagen mal, es sind 600 Entwickler ungefähr, dann kommt ihr am Ende auf 3 Millionen Euro, die das Spiel im Monat, die Entwicklung des Spiels im Monat kostet. Es ist relativ viel Geld, und das muss halt einfach irgendwo herkommen. Ne? Und ich sag mal, so wie Content Creator, Streamer oder YouTuber, so wie ich, so wie wir nicht irgendwie von Luft und gute Laune leben können, kann das CRG auch nicht. Jeder ist letztendlich auf den Support aus der Community angewiesen, das heißt, ich bin zum Beispiel darauf angewiesen, dass Leute die Videos ohne Adblocker gucken oder dass sie Kanalmitglied werden oder mal eine Kleinigkeit spenden beim Stream zum Beispiel oder wie auch immer, ja, oder Patreon supporten. Wo sie das machen, ist dann deren Sache, sage ich immer. Aber
so wie ich darauf angewiesen bin, ist es jeder andere YouTuber-Streamer auch. Und genauso ist CRG auch darauf angewiesen. Das ist immer so bei solchen Community-Geschichten, wo halt kein großer Partner dahinter steht. Ne? Das ist halt einfach so. Deswegen sage ich auch immer, wenn euch das Spiel gefällt, dann kauft es euch, supportet es einfach. Es muss ja kein Schiff sein, was ihr euch kauft. Es reicht ja ein normales Game Package. Wenn es euch holt, das kostet 40 Euro. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Wenn man guckt, was andere Spiele kosten. Einige Leute kaufen sich für ein einziges Spiel, was 80 Euro kostet, sogar noch eine ganze PlayStation mit dazu. Also insofern, da ist Star Citizen noch relativ günstig mit 40 Euro plus Starterschiff inklusive Starterschiff. Und wer das nicht machen will, der soll es halt lassen. Das ist auch gar kein Thema. Ne? So. Okay. Lalalala. Wir verkaufen mal und gucken, wie viel Geld wir jetzt haben. Wir sind ja mit 120.000 gestartet zu Beginn. Hallo? Ah ja. Beginn dieser Dreierreihe hier. Zack. Zack. So, und wir haben insgesamt knapp 60.000 Gewinn gemacht. 60.000 in ein bisschen mehr als einer Stunde, das ist ganz okay. Das ist zwar, ja, das ist ein bisschen, das ist auch nur minimal schlechter als Mining. Oder? Das ist nicht schlecht, oder? Was sagt ihr, Chat? Chat sag ich schon, liebe Zuschauer. Schreibt mal in die Kommentare. Da geht natürlich mehr. Man kann auch mehr traden. Aber mal ist so, ohne sich groß vorzubereiten, einfach mal geguckt, okay, was kann ich machen und dann los geht's. Ist schon ganz okay, würde ich sagen. Okay, ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal oder im Stream, wo auch immer ihr Lust habt zuzugucken. Bis dahin, haut rein. Ciao. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for